Montagabend, 20 Uhr, beste Zeit für unseren Workshop Agile Care mit Ihnen gemeinsam. Heute ist der 25. Februar 2019 und ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie hier teilnehmen können. Wir führen ja unsere Agile Care Workshops deshalb durch, weil wir immer besser werden wollen auf dem Gebiet und uns näher zu dem Ziel bringen wollen, Leben ohne Krankheit. Dazu gehört natürlich noch etwas mehr, aber Agile Care kann dazu schon ganz schön viel bieten, wie wir schon in den vorangegangenen Workshops gelernt haben und erfahren haben durch das Feedback. Ja, dann kann es losgehen. Wie immer beginnen wir natürlich mit der Frage, wie sieht es aus? Können Sie mich hören? Können Sie vielleicht jemand mal im Chat mitteilen, dass ich auch zu hören bin. Oh, ich sehe. Wunderbar. Also können wir loslegen, wie üblich, natürlich mit unserem tollen Spruch, ohne den es nicht geht. Ich blende ihn auch mal gleich ein. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Na, ganz klar. Und wenn Sie mich heute hier sehen, dann haben Sie einen ganz ulkigen Hintergrund. Ein Teilnehmer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass so etwas, wenn man das aufbaut, die Tonwiedergabe verbessern würde. Und ich bin gespannt, was Sie sagen, ob das diejenigen, die jetzt schon öfter beim Workshop dabei waren, ob das was bringt. So richtig schick sieht es nicht aus, aber wenn es audiomäßig etwas bringt, bin ich da ganz zufrieden. Ja, vielleicht vorab nochmal, und ich hoffe, Sie nehmen das nicht übel, diejenigen, denen ich das schon mehrfach erzählt habe, möchte ich das in den richtigen Kontext bringen, was wir mit Agile Care machen. Bei Agile Care geht es ja darum, dass wir zusehen wollen, also ein Teil davon, es gibt noch viele andere Möglichkeiten der Lebensweise zum Beispiel, der Ernährung, aber Agile Care ist eins, wo wir eben den Zusammenhang zwischen Parasiten kennen, ihn beherrschen. Und wenn die Parasiten uns Krankheit bringen, beziehungsweise Krankheiten erhalten, dann zielen wir daraufhin ab, diese mit elektromagnetischen Energiesubstanzen oder mit elektromagnetischer Energie überhaupt zu vernichten und damit gute Voraussetzungen zu schaffen, die Krankheit zu beenden, die Krankheit zu besiegen, zu heilen. Das kann sowieso der Mensch nur selbst mit seinen Abwehrkräften. Aber die guten Voraussetzungen, die können wir auf vielen, ich möchte mal großspurig behaupten, auf allen Gebieten mit Agile Care. Je besser wir Agile Care kennen, desto besser können wir dieses also die Voraussetzung schaffen dafür, für Leben ohne Krankheit. Und wir haben es wirklich in der Hand und ich möchte Ihnen gern ein Video zeigen. Das ist ganz kurz. Dort in diesem Video haben Sie eine und dieselbe Person, ich möchte mal sagen, am Lebensabend. Und das Video ist in der Mitte geteilt und Sie sehen links und rechts die unterschiedlichen Situationen. Und ich behaupte, wir können selbst für uns in starkem Maße bestimmen, welchen Weg wir gehen wollen. Ob wir links den Teil gehen können wollen natürlich oder ob wir rechts den Teil gehen müssen. Und wir haben es in der Hand. Und wenn wir eben beobachten, dass in unseren industrialisierten Ländern weltweit die Menschen nur zu 1% an Altersschwäche sterben. Die restlichen 99% erleben die letzten Jahre oder Jahrzehnte mit Siechtum und Krankheiten, die Lebenseinschränkungen massiv bringen und Lebensqualität verschlechtern. Und dann letztendlich stirbt man doch auch im Siechtum. Und nur 1% von unseren Menschen, die im industrialisierten Ländern leben, sterben an Altersschwäche. Das ist bei den Tieren ganz anders, die in der Wildnis leben. Sie genießen alle diesen Vorzug, nur an Altersschwäche zu sterben, bis auf ganz wenige Ausnahmen, über die wollen wir nicht sprechen. So, und jetzt möchte ich für Sie dieses Video zeigen, was mich selbst immer wieder sehr
Das Video scheint aus irgendeinem Grunde nicht zu klappen, dann möchte ich es mal ganz kurz wiedergeben. Man kann also den Lebensabend erleben, indem man eben früh morgens aufsteht und ein bisschen Sport treibt. Man kann mit den Enkelkindern herumalbern, wenn die in der Nähe sind. Man kann noch Wanderungen durchführen, man kann auf Pyramiden steigen zu den Inkas und man kann, wie gesagt, richtig aktiv am Leben teilnehmen. Und die andere Seite wäre eben, dass man den Lebensabend verbringt, indem man vielleicht in einem Krankenbett liegt, man muss gepflegt werden, man ist nicht in der Lage, selbst sich Essen zuzuführen, muss gefüttert werden, geschweige denn, dass man das Essen kocht. Und so unterschiedlich kann es eben sein. Und ich denke, dass wir, indem wir Agile Care einsetzen, einen Beitrag dazu leisten, das Leben eben in vollen Zügen genießen zu können, Lebensqualität zu erzeugen, indem wir eben uns weit, weit wegbewegen von den Beeinträchtigungen der Krankheiten und weit, weit wegbewegen von einem Zustand des Siechtums. Das, denke ich, haben wir weitestgehend in der Hand. Ich will das nicht so absolut sagen, dass wir es total in der Hand haben, aber und Agile Care ist ein Weg, diesen Weg zu gehen. Denn was machen wir bei Agile Care? Wir sehen, dass jede Erkrankung, aber auch jede, damit zusammenhängt, dass wir auf Zellebene eine Minderversorgung mit Sauerstoff haben. Und aufgrund dieser Minderversorgung mit Sauerstoff müssen die Zellen anders als üblich Energie erzeugen. Üblicherweise machen ja die Mitochondrien in den Zellen die Energie, dass die einzelnen Zellen ihre unterschiedlichen Aufgaben wahrnehmen können. Aber wenn zu wenig Sauerstoff da ist, dann ist das nicht möglich. Dann haben wir eine alkoholische Gärung in dem Zytoplasma, in der Zelle, in der Zellflüssigkeit. Und diese alkoholische Gärung schafft ein Milieu in der Zelle und um die Zelle herum, was wir an vielen Stellen mit Recht als Krebsstoffwechsel bezeichnen können. Aber wir können auf jeden Fall auch sagen, dass es eine Übersäuerung ist. Wir haben dort eine alkoholische Gärung. Und in diesem Umfeld, da fühlen sich Parasiten, die wir sonst gut in Schach halten können, fühlen sich sehr wohl. Die vervielfältigen sich und werden ganz stark. Wenn ich Parasiten sage, dann meine ich Bakterien, Viren, Pilze, Würmer, Einzeller, die dort in einer Dysbalance, wenn wir es mit unserem Leben vergleichen, leben und uns den Elektronenfluss, das Leben sozusagen verschlechtern auf Zellebene. Und diese Parasiten, die schaffen natürlich alle Möglichkeiten, dass sie sich weiter vervielfältigen können, dass sie sich stabil da leben. Das heißt, sie schaffen eine Symbiose zwischen ihrem Dasein und der Erkrankung. Und es ist ganz egal, welche Erkrankung das ist. Wenn wir es auf Zellebene betrachten, ist das immer so. Und zum Glück gab es in der Vergangenheit Forscher und gibt es weiterhin Forscher, die sich damit beschäftigt haben, wie können wir da vorgehen, um wieder die Phase Gesundheit zu erleben. Und da gibt es natürlich nur den Weg, dass unser Abwehrsystem, unser Körper selbst und auch unser Geist gemeinsam im Verband heilt. Das können wir aber nicht schaffen, wenn die Gegenkraft, wenn die Armeen der Parasiten, also der Würmer, Pilze, Viren, Einzeller, wenn die so stark ist. Also wir können aber mit einem relativ einfachen Weg, und der Weg heißt nach Dr. Rife, Agile Care, Frequenzgeneratoren einzusetzen und elektromagnetische Energie mit bestimmten Frequenzen in den Körper einzuleiten und die Parasiten zu treffen und die Parasiten nicht zu attackieren, aber ihnen das Leben so gut zu machen, dass sie sich überfressen, als Beispiel, wie es bei den Bakterien ist, oder eben auf anderem Wege dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr leben, sie zu beseitigen, zu eliminieren. Und wenn diese Gegenkraft gegen unser Heilungssystem, also gegen unser Abwehrsystem, gegen unser Immunsystem durch die Anwendung von Agile Care stark genug eingesetzt wird, also stark genug, die Parasiten oder wir können auch sagen Pathogene, die uns sonst schädigen und die Krankheit erhalten, wenn die entsprechend ausreichend eliminiert bzw. dezimiert werden, dann haben wir gute Chancen, wieder Leben ohne Krankheit zu führen. Und wenn wir uns dessen klar sind, dass das für jede Erkrankung gilt, ob das ein Beinbruch ist, ob das Kopfschmerzen sind, ob das ein Herzinfarkt ist, ob das Lungenfunktionsstörungen sind oder Nierenstörungen oder ob das Bluterkrankungen sind, auf jeder Ebene finden wir dasselbe. Es ist nur die Aufgabe zu erfüllen, durch den Einsatz und durch den geeigneten und optimierten Einsatz
von elektromagnetischen Energien ganz zielgerecht gerichtet und selektiv die Parasiten zu zerstören. So, dann haben wir es geschafft. So, und das ist doch eine wunderschöne Geschichte. Und ich wollte nur noch einmal sagen, dass wir mit vollem Recht sagen können, wir haben dort eine sehr, sehr gute Möglichkeit in der Hand, Leben ohne Krankheit zu erreichen. Und es lohnt sich, das zumindest zu testen. Und es lohnt sich immer wieder, wenn wir nicht gleich ausreichend erfolgreich sind, auszuharren, diszipliniert, kontinuierlich damit zu arbeiten, um dann voranzukommen. Und wir haben ja in diesem Rahmen hier beim Workshop schon sehr viele Erfolge gezeigt. Und die Erfolge sind nicht nur mit Agricare, sondern auch weltweit mit anderen Methoden erreicht, wo diese Frequenzmethoden eingesetzt werden. Und ich finde es einfach genial, dass wir selbst in der Hand haben, mit Agricare Körperpflege in dem Sinne zu betreiben, um letztendlich Leben ohne Krankheit zu erreichen oder zumindest daraufhin abzuzielen. Das ist eine schöne Geschichte und wir machen da regelmäßig unsere Workshops. Ich informiere die Anwenderinnen und Anwender und eine Besonderheit jedes Jahr einmal ist das Symposium, was wir durchführen. Da geht inhaltlich über den Rahmen von Agricare noch hinaus, aber hauptsächlich geht es um solche Methoden, wie eben Agricare das auch ist, die ohne Risiken, ohne Gefahren oder Nebenwirkungen einsetzbar sind, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Und dieser Workshop, Entschuldigung, dieses Symposium, das findet am 2. März in Bad Saarow statt und ich freue mich schon darauf und ich weiß, dass viele von Ihnen sich dazu schon angemeldet haben und ich freue mich darauf, viele von Ihnen dort erstmalig auch persönlich kennenzulernen. So, das also noch einmal zur Motivation, zur Einordnung unserer Körperpflege. Und jetzt gehe ich wieder zu unseren Slides, die ich vorbereitet habe, um Ihnen darzustellen, was wir in der letzten Zeit getan haben. Letzte Zeit ist schwach untertrieben, denn bis vor wenigen Minuten habe ich noch daran gearbeitet, an den beiden Setups. Ich mache hier mal ein Setup für Agricare 1 und ein Setup für Agricare 2. Sie finden es auf der Seite ulrich-mtc.de/download und es lohnt sich. Was haben wir dort Neues? Wir haben dort jetzt einige Dinge, die wir beim letzten Woche noch nicht hatten, nach denen gefragt wurde. Da ist zum Beispiel dort jetzt der Nagelpilz drin, Nagelpilz, Fußpilz und da hatte ich ja zunächst erstmal darauf verwiesen, dass wir genauere Informationen brauchten und mir ist aber in Zusammenarbeit mit anderen Anwenderzentren gelungen, ganz neu und wie gesagt, das ist erst wenige Minuten jetzt im Setup downloadbar, die Anwendung Nail Fungus in der Gruppe Haut dort zu haben und das hat den Quellenindex WEI 30. Und übrigens, wie gesagt, wie wir das letzte Mal das schon Und ich hatte einigen Feedback, dass das vielen gefällt. Können Sie jetzt ab jetzt auch das, was ich hier zeige, downloaden? Diese als PDF, das, was ich hier mitteile. Und sinnvollerweise hat ja jemand mal, ich denke ganz richtig, hat jemand gesagt, dass das auch dazu zu verwenden ist, dass man, wenn man das sammelt, diese PDFs, dass man irgendwann mal nachschlagen kann und sich wieder, sagen wir, auffrischen kann, beziehungsweise wenn irgendein Fall eintritt, dass man da gleich zugreifen kann. So, also wie gesagt, es kann jetzt rechts über Downloads kann das heruntergeladen werden. Soweit zu Nagelpilz, Fußpilz, eine Anwendung, die schon sehr, sehr gute Erfolge gebracht hat. Dann ging es das letzte Mal auf, wo ich erst einmal etwas überfragt war, über die Myrgelosen. Und zwar war es im Trapezius und dort habe ich gesagt, ich muss das unbedingt noch erst herausbekommen, was dort die geeignete Anwendung ist. Und ganz, ganz gute Chancen haben Sie, wenn Sie nackensteif, wenn Sie das einsetzen. Das ist als Stütz- und Bewegungsapparat aus der Gruppe. Und diese Anwendung ist also bei Myrgelosen mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich und hat den Quellenindex A222. Den Quellenindex geben wir immer an, damit wir das eindeutig haben. Das finden Sie also unter der Gruppe Stütz- und Bewegungsapparat.
So, dann war eine Frage nach Muttermalen und Altersflecken. Dort habe ich leider noch nichts gefunden. Hier könnte ich höchstens sagen, mal probieren mit den Ketosen. Da haben wir zwei Anwendungen drin. Aber wie gesagt, treffendes Spezifisches dazu habe ich noch nicht. Aber verlassen Sie sich drauf, ich suche weiter, werde es finden. Eine ganz, ganz neue Eintragung geht zu Nierenbeckenentzündungen. Und dort ist auch neu von mir konfiguriert worden, die Pyelonephritis. Sie finden Pyelonephritis, also Nierenbeckenentzündung, finden Sie unter dem Quellenindex WEI 2.9. Und das finden Sie in der Gruppe Nieren, Blase, Harnwege und so weiter. Also auch dort gute Chancen. Innerhalb der Woche bin ich gefragt worden, das war also nach dem letzten Workshop, nach Apnoe, also das sind die Atemaussetzer, die Sie sicherlich auch kennen. Und dort habe ich also auch zwei neue Anwendungen erreichbar jetzt mit diesem Setup, zwei neue Anwendungen eingebracht. Einmal Apnea, das ist also die englische oder lateinische Bezeichnung. Und deshalb habe ich in Klammern noch Apnoe stehen mit dem Quellencode-Index WEI 2.7. Und dazu nicht alternativ, aber einfach mal zum Testen oder erweiternd, dann WEI 28 Quellencode-Index Apnoe Sleep Central. Diese beiden Dinge habe ich zu bieten. Und das sind auch erprobte Einsätze. Und da ich weiß, dass viele Menschen unter diesen Atemaussetzern leiden, hoffe ich, dass wir damit auch vielen Menschen, also vielen von Ihnen, helfen können, wenn sie das einsetzen. Ja, und jetzt bin ich an sich schon mit den Neuerungen fertig. Ich hoffe, Sie, und jetzt gehe ich einfach nochmal zurück mit den Slides, ich hoffe, Sie kommen gut damit zurecht, diese Setups jeweils neu einzurichten. Da gibt es ja immer den Eintrag auf dieser Seite ulrich-mtc.de/download. Gibt es immer den Eintrag aktuelle Setups. Das ist einmal für Agilcare 1 und einmal für Agilcare 2. Je nachdem, welches Gerät Sie haben. Wer bis zum Juni 2018 schon sein Gerät erworben hat und es nicht abgegradet hat, der dann Agilcare 1. Und wer nach dem Juni 2018 oder im Juni 2018 sein Gerät Agilcare erworben hat, hat ein Agilcare 2. Ja, dort denken Sie daran, dort können Sie das Setup herunterladen. Das ist recht einfach möglich. Und bevor Sie das Setup eben starten, deinstallieren Sie bitte die bestehende Installation, das bestehende Software von Agilcare. Und wenn Sie das vergessen sollten, das Setup Programm weist Sie darauf hin. Das sollte also gehen. Und wer dort ein Problem hat oder sich da irgendwie rumärgert, dem empfehle ich, sich nicht weiter zu ärgern, sondern sich an mich zu wenden. Und ich würde dann per Fernsteuerung über das Programm AnyDesk das für ihn sehr gern erledigen. Ja, nun zu Fragen im Chat. Ich schalte mal um und konzentriere mich mal auf den Chat.